Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute geht es um den Sprachassistenten von Google Home, und zwar um die Mini-Version hier, Google Home Mini, die seit circa 2 Monaten auf dem Markt ist und ab so circa 40 Euro erhältlich. Ich habe mir jetzt auch so eins gekauft hier, und nun wollte ich ja einen kleinen Review für euch machen. Vielleicht hilft das ja den einen oder anderen irgendwie. Ich habe das jetzt schon ausgepackt hier. Viel ist es auch nicht hier auszupacken. Das ist jetzt hier alles dabei. Ja, das ist jetzt ja die Verpackung hier einfach. Das lege ich jetzt mal zur Seite. Das Stromkabel hier, das Netzteil, das ist hier Micro-USB. Hier eine sehr, sehr knappe Anleitung, die aber vollkommen ausreichend ist. Ja, lege ich auch mal hier zur Seite irgendwie. Und genau, das ist jetzt hier unsere Sprachassistenten, das Hauptteil. Hier, ja, die große, ja, die ist so wie ein fetten Donut ungefähr. Ist schön rund hier mit Stoff überzogen. Ja, ist, weiß ich nicht, 300 Gramm vielleicht schwer oder leicht. Die Anschlüsse hier, da gibt es nur eins hier, einen einzigen Anschluss für den Netzteil, ja, für Strom hier. Micro-USB, wie gesagt. Mehr haben wir da nicht. Außer, ja, einen Schalter gibt es hier noch. Damit kann man das Mikro muten, ja. Also das Mikrofon ausschalten beziehungsweise einschalten. Ja, mehr ist jetzt hier auch nicht dran. Ja, ich schalte das jetzt. Ja, ich schließe das jetzt mal an hier, beziehungsweise einschalten. Und zwar, ich werde das jetzt mal hier an eine Powerbank anschließen, vielleicht, damit ich hier genau. Genau, das dauert jetzt einen Moment, ja, einen kleinen Moment, bis das hochfährt hier. Da sind jetzt hier die Status-LEDs, kann man sehen, ja, die sind unterm Stoff hier angebracht. Genau, hier links und rechts irgendwo, das werden wir ja gleich sehen, sind noch, ja, zwei Sensoren hier zum lauter oder leise stellen. Die Sprachsteuerung, die kann man ganz einfach aktivieren, ja, indem man okay googeln sagt oder hey googeln. Das werden wir auch Hallo, gleich auch hier. sehen. Kann ich etwas für dich tun? Ach, der ist ja schon an hier und hat mich gehört. Ja, man kann Das auch. verstehe ich nicht. Okay, Google, stopp. Man kann ihm auch unterbrechen mit Okay, Google oder Hey, Google. Okay, der ist jetzt aber. Hallo, es freut mich, dich wiederzusehen. Wie kann ich dir helfen? Okay, stopp. Ist angekommen. Danke. So, also die Lautstärke kann man hier, wie gesagt, man kann das einfach hier links oder rechts antatschen, je nachdem, ja. Hier kann man leise machen, hier lauter. Ja, das kann man übrigens auch mit der Sprache steuern, ja, indem man einfach, ich weiß nicht, okay googeln, 10% lauter. Das macht er das auch. Okay, Google. Maximale Lautstärke. Okay. Das, ja, das geht auch. Und ja, zu den Funktionen vielleicht, ja, das kann man als Internetradio, als Wecker, als Taschenrechner benutzen. Eine Einkaufsliste kann man sich erstellen. Das Teil kann auch Witze erzählen, ja, oder wenn uns langweilig ist, dann spielt es auch irgendwelche Spiele mit uns. Genau, was vielleicht noch wichtig ist, das Teil ist Chromecast-kompatibel und Smart Home. Ja, wir können damit auch das Licht und Fernseher damit steuern, wenn wir natürlich das entsprechende Equipment dazu haben, was ich jetzt hier leider nicht habe. Ja, wir können mal versuchen. Hey Google, schalte das Licht ein. Anscheinend wurden die Lampen noch nicht eingerichtet. Öffne einfach die Google Home App, ruf die Heimsteuerung auf und füge Okay, Lampen Google. hinzu. Ja, man kann das Teil auch unterbrechen.
denke ich. Hey Tut mir Google. leid. Ja. Okay, der wartet jetzt irgendwie. Genau, also ich habe jetzt ja, das ist richtig, keine Lampen hier eingerichtet. Genau, vielleicht zu der App noch mal ganz Tut mir leid, da kurz. kann ich noch nicht Okay, weiterhelfen. Google, stopp. Zu der App hier, die vielleicht so ganz kurz, die App ist ja ziemlich übersichtlich und intuitiv, kann man sich aus dem Play Store herunterladen. Hier sieht hier so aus, ja, Google Home hier. Ja, hier kann man sich auch, also wenn man das Teil zum ersten Mal einschaltet, dann muss man das hier über die App einrichten. Ja, hier rüber kann man ja den Bildschirm oder Auto streamen, die Einkaufsliste einsehen, Smart Home Steuerung hier, Aktivitäten und so weiter. Hier sind nochmal ein paar weitere Einstellungen. Ja, also man kann schon ein paar Sachen hier einstellen, ist aber ziemlich übersichtlich hier und wie gesagt intuitiv einfach zu bedienen. Genau, das braucht man im Prinzip auch nur beim ersten Mal beim Einrichten, beziehungsweise je nachdem, was man alles ja damit machen möchte. Ja, also das Teil, das soll jede Menge können, ja, zwar nicht so ganz viel wie der Google Home, ja, der große, aber immerhin doch jede Menge. Man kann einfach ja nebenbei eine Frage stellen. Genau, vielleicht noch mal ganz kurz hier auf der Oberfläche, irgendwo neben den Status-LEDs, da war ursprünglich noch ein Sensor angebracht, der jetzt irgendwie weg ist. Ja, der Hintergrund hier, denke ich, also ja, dass das Sensor irgendwie rumgebuggt hat, ja, das war das sogenannte Always Listening Bug. Das hat sich einfach ja ab und zu, um nicht zu sagen fast ständig, ja, eingeschaltet, ja, die Sprachsteuerung eingeschaltet, und so dass Daten ständig, ja, fast ständig an den Google Service übertragen wurden, auch wenn wir das nicht wollten oder wussten. Ja, da gab es hier so einen Sensor, da konnte man das antatschen, um die Sprachsteuerung zu aktivieren. Die Status-LEDs hier, die gehen zwar an, wenn die Sprachsteuerung aktiviert ist, aber man hat das Teil ja nicht ständig im Blick. Ja, das kann man irgendwo in die Ecke stellen. Google wirkt ja auch damit, dass die Mikrofone alles mitkriegen. Ja, wir können das irgendwo in der Ecke im Raum stellen und dann durch den Raum laufen und nebenbei irgendwelche Fragen stellen. Genau, ja, ich denke, mehr gibt es ja dazu jetzt so erstmal nicht zu sagen, jedenfalls mir fällt jetzt nicht mehr ein. Wir können vielleicht einfach mal zum Testen, zum Spaß einfach ein, zwei, drei Fragen stellen, einfach mal zum, ja, als Beispiel hier. Ich weiß nicht, hey Google, hey Google, das ist jetzt aus hier, weil ich hier meine Powerbank hier irgendwie ausgeschaltet habe. Ich hoffe, das geht jetzt ruckzuck hier mit dem. Hey Google, kannst du mich hören? Noch nicht, der fährt jetzt hier noch hoch. Das Betriebssystem, ja. Also das muss natürlich mit dem Internet verbunden sein, ja, über unseren Access Point wird das verbunden. Ansonsten läuft da gar nichts. Hey Google, bist schon da? Wer? Entschuldige, ich weiß noch Okay. nicht, wie ich da helfen kann. Okay. Hey Google, was ist die Hauptstadt von Deutschland? Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Hey Google, wie groß ist es? Die Fläche beträgt 891,9 Quadratkilometer. Genau, vielleicht noch mal ganz kurz dazu. Was hier cool ist an dieser Sprachassistenten von Google, ist, dass Zusammenhänge erkennt. Ja, wir können eine Frage stellen und danach knüpft er daran sozusagen. Also der merkt das irgendwie. Das können nicht alle.
Das finde ich ziemlich cool, ja. Wie vorhin, ja, mit der Name und Fläche, danach er weiß, dass es Berlin gemeint ist. Das kann auch ganz gut Tiere nachmachen, übrigens. Hey Google, wie macht der Bär? So klingt ein Eisbär. Okay, danke. Genau, die Sprach, die Lautstärke, die kann man übrigens auch mit der Sprache steuern, ja, indem man einfach, hey Google, 10% leise bitte. Ja, dann wird schon 10% leise gemacht. Hey Google, maximale Lautstärke. Dann, ja, macht es sich lauter. Ich habe da mal auch eine Frage auf Englisch gestellt, ob er mich versteht. Ja, was dabei drauf. Hey Google, what does the fox say? Entschuldige, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich da helfen kann. Hey Google, what does the fox say? Okay. Füchse sind eigenartige Wesen. Jawohl, scheint so. Nun dachte ich, vielleicht hat er mich nicht so verstanden, deswegen habe ich die Frage nochmal auf Deutsch gestellt. Hey Google, wie macht der Fuchs? Okay, Füchse sind eigenartige Wesen. genau. Ja, das scheint so wirklich, dass Fuchse irgendwie eigenartige Wesen sind hier. Ja, das war's auch erstmal alles für heute. Ich hoffe, dass es euch irgendwie ein bisschen weiter geholfen hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Oder wenn ihr vielleicht eine Frage an den Google Mini hier habt, könnt ihr auch unter einem Kommentar, unter einem Video hier schreiben in den Kommentare. Ich werde versuchen, sie zu beantworten. Ja, ansonsten war es das, wie gesagt, für heute alles. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.